meine Lieben, ich grüße euch. Heute möchte ich euch ein Erlebnis von einer Dame erzählen, die folgenden Leitsatz für sich aufnahm und diesen auch ihren Freunden empfahl. Nimm die Hilfe der Engel an und reise mit ihnen durchs Leben. Diese junge Frau erzählte mir, dass sie ganz alleine für eine längere Zeit quer durch die halbe Welt gereist war. Einsamkeit? Nein, die hatte sie nicht. Wo sie sich auch befand in dieser aufregenden und verrückten Welt, die Engel waren an ihrer Seite und hatten ihr stets den rechten Weg gezeigt. Sie erzählte mir die Geschichte ihrer Erlebnisse. Hört, was sie erzählte. Ich hatte das große Vertrauen zu den Engeln. Selbst in schwierigen Situationen, die nicht immer klar zu erkennen waren. Ja, ich wusste, die Engel führten mich. Ich wusste, sie begleiten mich auf meiner Reise, waren stets an meiner Seite und das zu meinem Wohle. Das hatte ich erkannt. Sie gaben mir die Kraft, immer weiterzugehen. Dass ich keine Angst vor irgendetwas haben musste. Ob in wilden Bootsfahrten, wo die Gefahr in der Tiefe lauerte, oder in beschwerlichen Autofahrten durch die Wüste, oder in gefährlichen Vulkangebieten. Bei Tag und bei Nacht, ich spürte den Schutz der Engel, ihre Umarmung, sogar ihren Trost. Wo ich auch war, machte ich mein tägliches Ritual, das Ritual mit den Engeln, indem ich mich bei ihnen bedankte und ich um den weiteren Schutz bat. Ich spürte, dass der Mantel von Erzengel Michael mich umhüllte und mir diesen Schutz gab, vor allem in der Nacht. Er zeigte mir mit seinem Licht den Weg, den ich gefahrlos ging. Michael gab mir das Gefühl, als würde ein Freund an meiner Seite gehen. Einige Menschen, denen ich begegnete, meinten sogar, es scheine, als würde ich zu zweit mit jemandem gehen. So deutlich war seine Präsenz. Selbst dann, wenn es nicht nach meiner Planung lief, die Engel zeigten mir den Weg. Nie und zu keinem Zeitpunkt fühlte ich mich allein und verloren. Und zu guter Letzt möchte ich bemerken, die Liebe der Engel kennt keine Grenzen. Sie geben mir Kraft, Trost und Unterstützung, als Menschen es je vermögen. Sie sind überall, zu jeder Zeit, an jedem Ort und jedem Geschehen. Meine Erfahrung resultiert ganz, wirklich ganz offen und klar. Je mehr ich den Engeln vertraue und sie in mein Leben einbeziehe, es zulasse, dass sie Teil meines Lebens sind, desto mehr erstaunliche Dinge darf ich erleben. Und das ist eine wundervolle Erkenntnis. Engel werden als Wunder angesehen. Ich sage, Engel sind Leben. Ich, Deria, ich wollte euch diese Geschichte dieses wunderbaren Erlebnisses der jungen Frau, an dem wollte ich euch teilhaben lassen und habe dem nichts mehr hinzuzufügen. Zum Abschluss möchte ich noch betonen, dass diese junge Frau mir die Erlaubnis gab, dass ich es in YouTube veröffentlichen darf. An diese junge Frau herzlichen Dank dafür. In Liebe, eure Deria.